Eine schöne Weichwanze. Es ist eine gemeine Doldenwanze. Und sie ist hungrig. Aber eigentlich nicht gemein. Sie lässt da durchaus zu, dass andere auch fressen. Ja. Und sie ist weit verbreitet. Obwohl wir sie nur einmal gesehen ja, haben. Ja, wir haben sie nicht viel angetroffen. Also vielleicht weit verbreitet, aber nicht häufig. Und das hier ist der Kleine da. Ein Kurzflügler. Ich habe keinen deutschen Namen gefunden. Zuerst dachten wir, es sei eine Larve, weil er nur so kurze Flügel hat. Ja. Ja. Aber er nuckelt da auch an der Blüte. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Arten von diesen Kurzflügeln. Ah, schau mal. Wie ein Glas, oder? Ah, oh, ist das lecker. Ja. Und hier haben wir den Beweis, es ist keine Larve, sondern sie sind ausgewachsen. Und es ist wieder Paarungszeit. Ja. Und er, ja, er hat auch Hunger. Er weiß nicht, gibt es jetzt Sex oder Fressen? Das ist eine Langhornmotte. Und man sagt ihnen auch Witwenblumen-Langhornfalter. Ja, kaum zu glauben. Weil das anscheinend eine Witwenblume ist. Und das ist ein Weibchen, es hat sich herausgeputzt, es hat einen roten Schopf. Ja, rothaarig. Und sie legt Eier. Und zwar sehr tief in die Blüte hinein. Ne? Genau, ja. Sind sie eigentlich nacht- oder dämmerungsaktiv? Oder? Das weiß ich nicht. Weil die langen Fühler, sieh mal, die deuten eigentlich darauf hin, dass sie ja, in der Nacht das kann sein, ja, ja. Und die Fühler, die sind etwa dreimal so lang wie die Fühler, wie die Flügellänge, ja. Hm. Ja. Ich denke, das ist etwa 3 bis 4 Zentimeter. Und das ist Hans Jakobli, oder? Ja. Also er sieht so aus. Etwas staunend vielleicht, aber mit Bart. Ja. Und sie fressen Nektar. Ja, soviel ich weiß, ja. Hier eine ganz normale Honigbiene. Genau, ja. Eifrig bei der Arbeit. Ja, sie sind ja wirklich super wichtige Bestäuber. Ja, für sehr viele Kulturpflanzen. Ja. Und diese hier hat Durst oder sie nimmt Wasser auf, um das Wasser dann über ihrem Nest zu versprühen, um es zu kühlen. Ja, das machen sie auch, ja. Ja, weil es war sicher so gegen die 30 Grad. Es war sehr heiß an diesem Tag, ja. Und vielleicht hat sie Kühlwasser aufgenommen. Na, da unten ist noch so eine kleine Made. Ah ja. Ups. Und hier, das haben wir auch nur einmal gesehen. Hm? Das war Moos. Ja, und das war im Frühling. Im Frühling. Und es war noch feuchtes Moos. Ja, und es gab sonst überhaupt keine Blumen. Keine Blüten. Und
Vielleicht hat das Moos geblüht. Das kann man nicht sehen. Nein. Aber sie sind da sehr eifrig. Und sie nehmen kein Wasser auf, sondern sie sammeln irgendetwas. Vielleicht benutzen sie das auch als Material. Um ein Nest zu bauen? Vielleicht. Ja. Für die Waben. Ja. Könnte sein, ja. Ja, hier ein nächstes Kapitel. Unsere Landwirte erhalten, wenn sie eine Blumenwiese anlegen, Ausgleichszahlungen. Landwirte machen eine Blumenwiese. Diese locken natürlich unsere Bestäuber an, Bienen etc., viele Insekten. Und daneben machen sie ein normales Ackerfeld und besprühen das mit Insektiziden, Pestiziden, Fungiziden, mit allen möglichen Giften. Und dieses Gift wird vom Wind auf die Blumenwiese getragen und vergiftet dann sehr erfolgreich viele Nützlinge. Das ist ein Drama. Landwirte arbeiten sehr hart, von morgens bis abends, und sie tragen das ganze Risiko, also Dürre oder Überschwemmungen oder Hagel. Und sie erhalten für ihre Produkte sehr wenig Ertrag, also von den Großverteilern. Unsere Großverteiler in der Schweiz, die verdienen pro Jahr 1 Milliarde, also Reingewinn. Und das ziehen sie uns Konsumenten aus der Tasche, aber sie reichen es nicht weiter an die Landwirte. Und das bedingt dann natürlich, dass die Landwirte, vor allem auch die Biobauern, immer zu wenig Geld bekommen. Und es gibt nicht genügend Biobauern, und so werden unsere Insekten vergiftet, weil Landwirte zu wenig Geld bekommen. Ja, sie sind gezwungen, wirklich eine sehr intensive Landwirtschaft zu betreiben. Und diese Biene hier hat Gift abbekommen, hat ihre Pollen abgestreift und kämpft jetzt gegen den Tod. Ganz einfach, sie wurde vergiftet. Also unsere Großverteiler könnten wirklich, es gab auch eine Dokumentation, ich denke auf Arte und auf in der Rundschau, Schweizer Rundschau und im Kassensturz gab es Berichte darüber, dass die Großverteiler wirklich von den Biobauern vor allem den größten Gewinn absahnen und den Bauern zu wenig bezahlen. Ja, und die Konsumenten müssen bezahlen. Die Konsumenten, ja, die werden abgezockt. Ja. 1 Milliarde pro Großverteiler, also 2 Milliarden im Minimum. Ja, hier wieder ein schöneres Kapitel, das ist eine Sumpfschwefelige. Ja, eine helle. Ja. Es gibt verschiedene Arten von diesen. Offensichtlich auch dunkle. Ein bisschen dunklere, aber sie sind noch schwierig zu unterscheiden. So, das war's. Bis später. Bis dann.